Hallo liebe Freunde des Spur-G-Blocks, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch den neuen Multitimer von Tams Elektronik vorstellen. Der Multitimer hat 4 Eingänge und 4 Ausgänge. Als erstes möchte ich euch den Betriebsmodus Zeitschaltuhr zeigen. In diesem Modus können 4 Ausgänge unabhängig voneinander bis zu 4,5 Minuten ein- oder ausgeschaltet werden. Das Ganze funktioniert auf Tastendruck. Den zweiten Betriebsmodus, den der Multitimer bietet, ist die Zeitverzögerung. Dort wird beim Druck des Schalters nicht sofort der Ausgang aktiviert, sondern erst nach der eingestellten Zeit. Auch hier kann die Zeit über den Drehschalter bis zu 4,5 Minuten eingestellt werden. Die dritte Möglichkeit, die der Multitimer bietet, ist der Zufallsmodus. In diesem Betriebsmodus allerdings müssen alle 4 Ausgänge auf Zufallsmodus eingestellt werden, wie ihr am Beispiel seht. Die vierte Betriebsmöglichkeit habe ich nicht im Bild vorbereitet. Dabei handelt es sich für Analogbahnen um einen Brems- und Anfahrmodus. Wer den Multitimer anschließen will, kann das einfach über die Schraubklemmen tun. Allerdings sollte er das Handbuch dabei haben, da die Polung unbedingt beachtet werden muss, da sonst es entweder nicht funktioniert oder im schlimmsten Fall die angeschlossenen Geräte kaputt gehen. Wichtig ist, dass der Multitimer 2 Trafos braucht, denn er versorgt die angeschlossenen Ausgänge nicht mit Strom. Der Multitimer richtet sich in erster Linie an Analogbahner. Er lässt sich nicht mit DCC ansprechen. Wer mehr zum Multitimer erfahren möchte, kann dies auf der Homepage von Tams Elektronik tun. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und wir sehen uns bald wieder auf www.spurgblock.de. Bis dann!